Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und ich bin hier im wunderschönen Dänemark am Strand und ich dachte, ich mache mal ein kleines Video für euch über ein Thema, was mit Zahnmedizin eigentlich erstmal nicht so viel am Hut hat, was mir persönlich aber sehr, sehr am Herzen liegt, dass ich da einmal drüber rede. Und zwar geht es darum, dass ich in meinem Beruf mitbekomme, wie viele Leute eigentlich krank sind. Und ich glaube, das unterschätzt jeder, der nicht im medizinischen Bereich arbeitet. Das kriegt man einfach gar nicht mit. Aber die Leute kommen zu mir, die füllen Anamnesebogen aus, die schreiben auf, welche Krankheiten sie haben und die schreiben auf, welche Tabletten sie nehmen. Und ich finde es erschreckend, wie viele das sind. Also bevor ich in dem Beruf gearbeitet habe, war mir das selbst nicht bewusst. Viele Professoren an der Uni haben ihn darauf hingewiesen, haben auch immer wieder gesagt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Antidepressiva nehmen, was man auch extrem unterschätzt. Und ich meine, woher soll man das auch wissen, wenn man in dem Beruf nicht arbeitet? Irgendwie der Nachbar, den ihr morgens beim Brötchen holen trefft, der läuft nicht mit einer Liste auf der Stirn rum mit Krankheiten, die er hat oder mit irgendwelchen Tabletten, die er nimmt. Und gerade solche Krankheiten wie Depressionen, darüber spricht eigentlich kaum ein Mensch und das kriegt man einfach nicht mit. Deswegen, ich fand es sehr, sehr erschreckend, das wirklich mal zu sehen. Und genauso bekomme ich ja auch viele Geschichten mit, wer welche Krankheit hat, wer stirbt an welcher Krankheit. Ich kriege den ganzen Verlauf mit, auch wenn ich Zahnärztin bin und nicht Ärztin und nicht in dem Bereich arbeite. Ich arbeite auf dem Dorf und da ist der ganze Klatsch und Tratsch, der landet in unserer Praxis. Und man bekommt jede Geschichte mit und ich finde es sehr, 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 sehr traurig, was ich da teilweise mitbekomme, dass ein Patient, der vor kurzem noch bei mir war, irgendwie innerhalb von 4 Wochen von, er weiß, dass er eine Krankheit hat und 4 Wochen später ist er tot. Ich finde das wirklich erschreckend. Und weswegen ich dieses Video mache, ist, um euch einfach mal wach zu rütteln und um euch das bewusst zu machen, dass wenn ihr gesund seid, dass ihr das bitte schön wertschätzt und wenn, gerade auch wenn ihr gesund seid, dass ihr dafür was tut, dass es dabei bleibt. Weil in jungen Jahren denkt man oft nicht drüber nach, was später in der Zukunft einmal passieren wird. Und ihr habt jetzt gerade in jungen Jahren vieles, ganz, ganz vieles selbst in der Hand, was ihr für Krankheiten im Alter bekommt. Und auch wenn ihr schon krank seid, könnt ihr extrem viel für euch selbst tun, dass ihr wieder gesund werdet. Und ich möchte da zum einen auf einen Channel hinweisen, der mir auch extrem geholfen hat, von dem ich sehr, sehr viel noch selbst lernen konnte. Und das ist einmal Dr. Med Petra Bracht. Das werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken im Video. Und der andere Channel ist, ich muss lügen, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Vegan für rohe Energie. Ich werde es auf jeden Fall auch verlinken. Ich bin mir bei dem Namen nicht ganz sicher. Die arbeiten auch oft zusammen und machen Videos zusammen. Ich selbst habe mit denen überhaupt nichts am Hut. Das ist jetzt keine Kooperation oder irgendwas mit denen. Ich verfolge die beiden Channel einfach persönlich selbst und konnte von beiden sehr, sehr viel lernen. Und da geht es eben auch ganz, ganz viel um Ernährung. Und das Thema wird nach wie vor total unterschätzt, wie viel man über die Ernährung selbst für seine Gesundheit tun kann. Und man hört es immer wieder, ernähr dich gesund, mach viel Sport, genügend Schlaf, tralala. Ich muss euch das auch gar nicht alles erzählen, das ist nichts Neues. Aber ich glaube, es ist schon etwas, was einem nicht hundertprozentig bewusst ist. Und ihr müsst nicht euer ganzes Leben auf den Kopf stellen, sondern es reichen ja kleine Änderungen. Wenn ihr zum Beispiel heute sagt, okay, ich esse zu meinem Kaffee einfach mal kein Stück Kuchen mehr, sondern, keine Ahnung, eine Gurke oder eine Karotte oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber irgendwas Gesundes. Ich will einfach darauf hinaus, dass kleine Änderungen auch schon viel bewirken können. Und wenn ihr jetzt so eine kleine Änderung macht, ich sag mal von 3 Grad, dann ist das im Moment eine ganz, ganz winzig kleine Änderung. Aber verfolgt die Wege mal weiter. Es geht so auseinander. Und was jetzt vielleicht nur eine kleine Änderung erscheint, wird euch in eine komplett andere Richtung führen. Wenn ihr dabei bleibt und wenn ihr einfach mal
das langfristig betrachtet, auf euer Leben betrachtet, dann werdet ihr an ganz anderen Enden ankommen, als ihr jetzt im Moment seid und als jetzt euer Weg vielleicht geht. Und dann ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich auch noch erwähnen wollte. Und zwar, wenn ihr denn krank seid, habt ihr es auch noch in der Hand, wie ihr mit dieser Krankheit umgeht. Und ich finde es ganz, ganz erstaunlich. Ich sehe das bei einigen Patienten von mir, die wirklich schwere Krankheiten haben, schwere Schicksalsschläge, wo auch sogar die Frau und die Tochter schwere Erkrankungen haben. Und die gehen damit so positiv um und haben immer noch so eine Lebensfreude und sehen die Dinge so positiv, dass ich das selbst bewundere, wenn ich das bei denen mitbekomme. Und dann gibt es Patienten, die haben vielleicht sogar nur eine Kleinigkeit, die jammern extrem viel rum und sind so wehleidig. Ich kann komplett verstehen, es ist absolut scheiße, krank zu sein. Das steht völlig außer Diskussion. Aber trotzdem hat man es noch selbst in der Hand, wie man denn mit dieser Krankheit umgeht und ob man trotzdem die Dinge positiv angeht oder eben total negativ eingestellt ist. Und ich habe eben viele Patienten auch, nee, nicht viele, aber einige Patienten, wo ich das sehr, 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 sehr bewundere, wie positiv die mit ihren Erkrankungen umgehen. Und teilweise auch einfach mit Kleinigkeiten. Ein Patient kommt mit einer dicken Backe an und der eine jammert rum, oh Gott, wie sehe ich denn aus und ich kann doch so nicht zur Arbeit gehen. Und meistens tut es noch nicht mal weh, eine dicke Backe tut meistens nicht weh, aber sie jammern halt rum. Und andere Patienten, die kommen mit so einer Einstellung, ja, ich sehe aus wie ein Hamster, zwar nur auf einer Seite, aber irgendwie ganz schön witzig, wie ich heute aussehe. Und so kann man das halt, es ist genau die gleiche Situation, aber man kann es so betrachten und so betrachten. Und es ändert ja nichts an der Situation. Ich helfe ja beiden Patienten genau gleich und irgendwann wird die Schwellung wieder weggehen. Aber wie man damit umgeht, hat man eben selbst in der Hand. Und was ich auch nochmal betonen möchte ist, macht euch bewusst, was eigentlich alles gesund ist an eurem Körper. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Zahn. Ein Zahn, der nicht wehtut, wird als normal empfunden. In dem Moment, wo ihr Zahnschmerzen bekommt, kommt ihr zu mir in die Praxis und ich soll euch helfen, ich nehme euch die Schmerzen. Dann seid ihr für einen kurzen Zeitpunkt, lass es ein paar Tage oder ein paar Wochen sein, froh, dass diese Schmerzen endlich wieder weg sind und ihr wieder gut kauen könnt auf der Seite und ja, wieder vernünftig essen könnt und die Schmerzen weg sind. Aber dann vergeht diese Phase und es ist wieder normal für euch. Und eigentlich sollte es nicht normal sein, sondern positiv. Das sollte was Gutes sein. Hey, meine Zähne tun heute nicht weh. Ist das nicht toll? Und so kann man eigentlich alle Dinge betrachten. Macht euch dessen einfach mal bewusst, was an euch alles gesund ist und was funktioniert und dass euer Körper die ganze Zeit für euch arbeitet und für euch dient. Und alles funktioniert in eurem Körper, egal ob ihr drauf achtet oder nicht. Selbst wenn ihr schlaft, alles läuft weiter. Und wir nehmen das immer so als selbstverständlich hin, aber das ist es eigentlich gar nicht. Und genauso ist es einfach wichtig, dass man sich dessen mal bewusst wird, dass man darauf achtet, was man eigentlich in den Körper reingibt, was man isst. Denn nur damit kann er vernünftig arbeiten. Und euer Körper tut immer sein Bestes. Er versucht immer, euch bestmöglich zu dienen. Und wenn ihr Scheiße in euren Körper reingebt, versucht er trotzdem noch das Beste draus zu machen. Und da solltet ihr eigentlich ganz schön dankbar eurem Körper sein, dass er immer, immer, immer das Beste für euch tut. Und eigentlich solltet ihr dem Körper mal was wiedergeben und was Gutes für euren Körper tun und euch gesund ernähren. Und da möchte ich zum Beispiel auch noch einmal auf das Thema Milchprodukte zu sprechen kommen. Milchprodukte sind scheiße, okay? Also lasst die Finger davon, es ist nichts gesund, es ist auch nicht dieses ganze Jahr Kalzium für die Knochen in der Milch und bla bla, das ist alles Mist. Und Dr. Med-Petra Bracht geht da sehr, 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 sehr gut drauf ein, guckt auf jeden Fall mal in ihrem Channel vorbei. Welches Buch ich da noch empfehlen kann, ist die China Study. Dort wird eben über, das ist die größte Studie zum Thema Ernährung, die je durchgeführt wurde. Und geht über, ich glaube, 30 Jahre waren es, die dieser Wissenschaftler die Studie durchgeführt hat. Und er belegt eben auch, dass Milchprodukte schlecht sind für den Körper. Und dass wer viel Milchprotein zu sich nimmt, zum Beispiel bei den Menschen wachsen Tumorzellen schneller als bei Menschen,
die sehr, sehr wenig Milchprotein zu sich nehmen. Und das ist ein Buch, was ich auch jedem empfehlen würde, mal zu lesen. Ja, eigentlich sollte es Pflichtlektüre sein. Ich selbst zum Beispiel hatte eigentlich so fast von Geburt an Neurodermitis. Und ich habe alles Mögliche versucht in der Schulmedizin, um ja, eine Heilung zu bekommen oder zumindest eine Verbesserung. Und was mir letztendlich geholfen hat, ist der Verzicht auf Milchprodukte, vor allem der Verzicht auf Käse. Ich habe früher extrem viel Käse gegessen, ich habe Käse geliebt. Und ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört, Käse oder Milchprodukte allgemein zu essen. In Verbindung damit habe ich eine Behandlung in der traditionellen chinesischen Medizin gemacht, also Akupunktur und Kräuter getrunken. Und ich würde sagen, ich bin geheilt. Ich habe gar nichts mehr. Und das hält schon, ich muss überlegen, ich glaube fast 2 Jahre lang jetzt an. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein Video drüber machen. Ich bin hier gerade im Sand eingesunken. Da werde ich auf jeden Fall ein Video drüber machen, weil mir das auch sehr am Herzen liegt, dass ich das da einfach mal meinen Weg beschreibe und was mir geholfen hat. Aber so viel eben nur zum Thema Milchprodukte. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag aus dem schönen Dänemark. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.